Was ich halt vielen mit auf den Weg geben kann, ist wirklich nur, dass ihr dranbleibt, wirklich auch das macht und nicht irgendwie da, ja, anfangt euer Geld dann unnötig auszugeben, egal wie viel ihr habt oder auch wie viel ihr gemacht habt, egal ob ihr jetzt 18, 19 oder sonst irgendwas seid. Es gibt kein, ich habe genug Geld, du hast immer dieses Streben nach viel mehr. Was ich auch viel mitgeben kann, was natürlich der größte finanzielle Fehler war, den ich damals gemacht habe. Ich habe mir einen Lamborghini Huracan damals einfach Cash gekauft. Wenn ich so zurück überlege, was ich damals gemacht habe, war das eigentlich totaler Schwachsinn. Würde ich nie wieder machen, würde ich auch niemals jemandem raten, sich so ein Fahrzeug zu kaufen, vor allem das auch noch Cash und dann noch in so einem jungen Alter. Bringt einfach nur Probleme mit sich, was viele vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Und ja, sei es mit diesem Geld hättest du viel mehr machen können. Ich bin auch der Meinung, wenn du jetzt jemandem das gibst, was ich zum Beispiel habe, deren ja, 99% der Leute einfach überfordert, weil sie nicht wüssten, was sie mit diesem Geld machen würden. Sie würden es einfach nur für unnötiges Geld oder für unnötige Sachen rausgeben, dieses ganze Geld. Sei es, siehst du ja bei Lottogewinnern, ich glaube 99% von allen Lottogewinnern sind nach 2 Jahren wieder pleite. Und ja, das ist so wirklich meine Erfahrung. Das heißt, wenn du dieses Geld einmal geschafft hast zu verdienen, hör nicht auf, sag, ey, nee, das reicht mir, sondern sieh noch größeres Ziel, arbeite dann noch viel mehr, hab noch viel mehr Spaß mit dem Geld irgendwann. Und eigentlich machst du es eigentlich auch nur für deine Familie, sei es das ganze Arbeiten und sonst. Und wenn du dann irgendwann sagst, du hast 1 Milliarde auf dem Konto, vielleicht kannst du dann sagen, du hörst auf. Aber ich denke mal, sogar da wirst du noch arbeiten gehen.